Ja. Also, hallo Altar. Willkommen zurück bei Let's Play Blades of Time. So was. Blades of Time. Mann, das, mir das immer wieder passiert, dass ich den Namen vergesse. Kann man nichts machen. Ja, wir sind durchs Portal gereist und treffen jetzt einen neuen Altar, wo wir uns endlich den Brand holen können. Hier können wir die Reichweite unserer Fähigkeiten verbessern. Kopfschüsse, ja, ich spiele nicht so gerne mit dem Dings. Also holen wir uns die meisterliche Kältestarre. Ach ja, jetzt dürfen wir erstmal wieder ein bisschen kämpfen. Dann hat man natürlich wieder alle Medipacks geklaut, ist klar. Ich hege gerade die Hoffnung, dass ein Medipack aufgeladen ist, bevor ich voll bin. Das ist gut. Da haben wir schon mal das zweite und müssen etwas weniger lang kämpfen. Ich brauche noch ein Medipack, ich brauche noch ein Medipack. Lass mich mal vorbei, gib mir mal ein Medipack. Feuer! Ja. Das war jetzt unser Brand. Nichts Beeindruckendes. Macht ein bisschen Aua und das war's. Ja gut, und die Gegner brennen. Ich bin trotzdem nicht der Freund von Brand. Ich spiele lieber mit Frost und schweren Treffer. Frost einfach, weil es die Gegner langsamer macht. Das ist sehr praktisch bei diesen Heuschrecken auch. Klar, Brand hat auch seine Vorteile. Aber, nee. Kämpfe ich nur hin und wieder mit. Haben wir unseren Drachen. Ist überall. Sei bereit, die Aura der Ordnung um dich herum aufzubauen. Sie schützt dich nicht, verschafft dir aber Vorteile. Bleib während eines Kampfes innerhalb der Aura, um zu überleben. Okay. Aura, ich drück X um den Ordner. Da haben wir es doch. Den Ordnungszauber. Ja, wie ihr seht, sind wir jetzt in diesem Schutzhülle. Sobald ich die Schutzhülle allerdings verlasse, sind wir wieder im Chaos. Heißt, ich muss, um halbwegs vernünftig vorwärts zu kommen, mich hier mit dem Ordnungszauber durchstängeln. Hey, ihr Monster! Seid ihr hier? Ja. Wir sind noch immer nicht aus dem Chaos. Bereich raus. Ein neuer Feind. Chaosmonster. Diese Monster leben in Chaossphären. Sie tauchen auf dem Chaosraum auf, greifen in Rudeln an und verschlingen ihre Opfer augenblicklich. Mit Ordnungszauber kann man sie aufhalten, wenn auch nicht sehr lange. Ja, die Chaosmonster sind jetzt nicht wirklich. Es sind so viele. Einfach unglaublich. Die Chaosmonster sind jetzt nicht wirklich großartig bedrungen. Die sind schnell platt und alles. Und guck mal, wir haben einen tollen Kreis um uns herum. Sah cool aus. Das sah wirklich cool aus. Wir sind raus. Neuer Feind. Zombie-Kämpfer der Eingeborenen. Klingt interessant. Die Krieger der eingeborenen Stämme wurden vom Chaos umgewandelt. Sie tragen eine mittelstarke Rüstung aus Holz, Knochen und Schilden. Sie sind geschickt genug, um die Attacken des Gegners abzublocken und plötzliche geschickte Schläge auszuführen. Trotz allem sind sie anfällig für jede Art von Waffen und Magie. Das heißt. So. Die hässlich sehen aber trotzdem wie Menschen aus. Ich wünschte, ich würde das Loch finden, aus dem die alle rauskriechen. Dann würde ich es zustopfen. Ja. Zack. Da haben wir schon mal den ersten Tod. Das ist Nummer 2. Und Nummer 3 hat keine Lust zu folgen. So, da haben wir Nummer 3. Ey, hör auf mich hinterrücks anzugreifen. Das ist voll Hinterrücksicht. Wie auch immer. Das, was ich eben sagen wollte. Ich glaube, ich nutze gleich mal Feuer, dass sie ein bisschen
trotz ihrer Schilde ein bisschen Schaden bekommen. Aha, du kannst mich nicht treffen. Okay, jetzt komm. Zack, das war der. Und hier auch noch ein bisschen Feuer für dich. Ey, warum hat man Feuer nicht getroffen? Willst du mich verarschen? So, das war's. Der letzte. Nervtötende Biester. Nur weil ihr mal Menschen wart, nehme ich doch keine Rücksicht auf euch. Wer seid ihr denn? Sie warten schon auf mich. Woher wissen die, dass ich hier bin? Bin ich wirklich so laut? Neuer Feind. Schon wieder. Ach, das ist aber auch, ey. Zombie-Speerwerfer der Eingeborenen. Die Krieger der Eingeborenen-Stämme wurden vom Chaos umgewandelt. Sie können Speere über lange Distanzen werfen und dadurch großen Schaden anrichten. Doch die Speerwerfer selbst tragen normalerweise keine Rüstung und sind dadurch anfällig für jede Art von Schaden. Bevor sie angreifen, sollte man nah genug an sie herankommen. Das ist nicht das Problem. Die Speerwerfer sind aber trotzdem, wenn auch noch in Kombination mit den anderen, sehr nervtötend. Du kommst an der ersten Chaosmauer vorbei, wenn du den Obelisken zerstört hast. Allerdings ist der Obelisk nahezu unverletzbar, solange die Wächter in der Nähe sind. Die Wächter habe ich doch platt gemacht. Der war ja sehr unzerstörbar. Versuch es zuerst mit einem Gewehr. Schieß auf das Monster. Lauf um es herum und dreh die Zeit zurück. Du schaffst es. Die Sache mit dem Zeitsprung ist nicht gerade einfach für eine Sterbliche. Ja, das mit dem Zeitsprung ist echt anstrengend. Lalalala. Diese Gegner mit den Schilden finde ich auch total nervtötend. So, da hat das doch schon weg. Ein großer Kerl mit einer gewaltigen Keule. Ist dir das Teil nicht zu schwer? Zombie-Schläger der Eingeborenen. Schwer bewaffnete Berufssoldaten, die vom Chaos zu grausamen Mördern verwandelt wurden. Der Schild schützt gegen Krieger gegen die meisten Schadensarten, okay. Doch er ist langsam und anfällig von Schnellattacken von hinten. So, nehmen wir das mal schnell weg. Endlich konnten wir losfahren. Aber der Wind über der Insel war zu stark. Und wir haben die Kontrolle über das Schiff verloren. Doch wenigstens können wir fliehen und entfernen uns immer weiter von dieser gottverdammten Insel. Die Männer sind alle froh und glücklich. Doch ich persönlich fühle mich unwohl und kann nicht schlafen. Um uns herum ist meilenweit nichts als der unendlich düstere Ozean. Trinkwasser und Lebensmittel an Bord reichen für höchstens eine Woche. Hoffentlich haben wir weiter günstigen Wind und stoßen auf Land, bevor unsere Vorräte zur Neige gehen. Jay Moran, Kapitän. Ja, da haben wir jetzt auch noch ein Schiffslogbuch. Sterbe, Ayumi. Du solltest diesen Feind von hinten angreifen, wenn er dich lässt. Nutze dafür den Zeitsprung. Ich lenke ihn mal ein bisschen ab. Zack, da haben wir es uns mitten. Zack, 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 zack. Ja, ich greife dich von hinten an, Kollege. Zack, zack. So, langsam sollte der... Ach so, ja, okay. Ich brauche noch mal ein bisschen Zeit. Genau, so war das. Du lernst schnell. Danke, ich weiß. Genau, diese gefährlichen Spezialangriffe können hin und wieder. Da kommt schon die nächste Zombie-Horde. Das war ein bisschen weit. So weit wollte ich gar nicht. Oh Gott, das nimmt kein Ende. Ja, das sind ein paar viele gerade. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren an der Stelle. Tut mir leid, wenn ich wieder ein bisschen ruhiger werde. Das ist natürlich keine Absicht. Das ist nur einfach... Ach nein, jetzt kommt auch noch einer mit Schild, ey. Schild und diese normalen Zombies. Das ist echt nervtötend. Wenn die Schilder haben, das mag ich sowieso nicht. Ja.
kümmere mich am besten erstmal um die anderen, dann habe ich mit dem Schild gleich ein leichtes Spiel. Rein theoretisch. Da bin ich fast tot, da bin ich fast tot. Ah, ey, meine Fresse. Jetzt geht mir nicht auf den Geist, ja? Der mit seinem Schild da hinten. Ah, meine Fresse. Und da bin ich tot. Was für ein Tag. Da kommt schon die nächste Zombie-Horde. Ja, die nächste Zombie-Horde ist natürlich, aua, 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 nein, und ich hab nichts mehr zum Heilen, ich hab nichts zum Heilen. Ich brauch Heilung. Fress diese kritischen Treffer. Heilung, ich bin für Heilung, ich brauch Heilung. Heilung! Oh, der hat sein Schild verloren. Und sein Leben auch. Oh, der ist schon tot. Die Speerwerfer kümmere ich mich jetzt mal lieber als erstes drum. Dann gehen die mir nicht mehr auf den Keks. Nächster Speerwerfer. Hallo, nächster. Danke. Und zack, hat er ein Schild. Verdammt. Ist gerade ein bisschen hektisch hier. Und tot. Den mach ich auch mal tot. Ach ne, Moment, das war nur so ein Spezialangriff. Ah, der ist tot. Treffe ich natürlich nicht. So, der ist... Na, oh, komm schon! Eine kleine Heilung für zwischendurch nehme ich natürlich gerne. Alter, jetzt... So, das war der, weg hier. Und Zeit zurückspulen. Und nochmal. Nachladen. Und Zeit zurückspulen. Und Zeit zurückspulen. Und da haben wir ihn dauernd. Huch, hin. Ach, der ist tot. Okay. Wie süß. Ich verliebe mich gerade in diese Korallen. Ja, die Korallen sind recht hübsch. Das muss man schon sagen. Hier war doch vorhin... Da ist Blume. Ich verstehe immer noch nicht, was diese Blumen sollen. Ist mir jetzt aber ehrlich gesagt auch egal. Da will ich hoch. Da haben wir nämlich die Schatzkiste, die gerade der Kompass anzeigt. Upsi. Silberring! Verlängert die Wegdauer von Branddauer. Ne, da bleibe ich lieber beim Diamantring. Zack. Aua. Oh, ich krieg Fallschaden. Upsi. Ich springe die ganze Zeit von irgendwo hoch runter und krieg Fallschaden, glaube ich. Zack und zack. Weiter durch die Knüste, auf den Weg zum Schatz. Ah, Ayumi, endlich. Gildenmeister, wie hast du es geschafft? Wir haben keine Zeit, Ayumi. Der Kontakt kann jederzeit abbrechen. Hör bitte zu. Ich muss dich warnen. Es ist schon seit langer, langer Zeit. Kein Mensch mehr aus Dragonland zurückgekehrt. Es gibt eine weitere Teleportkugel weit im Norden beim Drachentempel. Sie wurde verwendet, um zwischen der Insel und unserer Welt hin und her zu reisen. Aber es scheint, als werde sie zurzeit durch irgendetwas gestört. Du machst wohl Witze. Und trotzdem lockst du weiter deine besten Leute mit der Aussicht auf Schätze hierher? Ayumi, Dragonland war noch nie ein sicherer Ort. Nicht viele Schatzjäger sind zurückgekommen, aber die Besten haben es immer geschafft und sie sind mit Unmengen an Gold zurückgekehrt. Das ist so eine Art natürliche Auslese. Ayumi, ich glaube, du hast das Zeug dazu, die Hintergründe zu erkunden. Gildenmeister, was ist mit Zero, meinem Partner? Ist er hier? Gildenmeister!
In was für ein Schlamassel bin ich da nur wieder reingeraten? Ich denke, der alte Mann hatte recht. Ich habe auch von der zweiten Teleportkugel gehört. Sie existiert wirklich. Trotzdem musst du Geduld haben, Ayumi. Denn es ist noch ein langer Weg bis zum Tempel. Ich mache mir Sorgen um Zero. Der Gildenmeister hat ihn kein einziges Mal erwähnt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob Zero lebend aus der Gilde herausgekommen ist. Wenn er so ist wie du, dann hat er es sicher geschafft. Ja, Ich muss Zero finden und ihn warnen. Ich komme in dem Spiel nochmal dazu zu reden. An dieser Stelle will ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, hoffe ich doch. Ich beende diesen Part hier und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.